Irgendwas muss ich mir jetzt überlegen, dass das hier besser funktioniert. Dass ich den Typen umhauen kann, der das da oben nicht sieht. Der das auch nicht mitkriegt. Und das wird schwierig. Jetzt lege ich mir hier nochmal einen Moosfall hin. So, der kommt jetzt an. Stell dich auf. So, der geht jetzt hoch. Der andere ist jetzt über mir im Moment. Natürlich genau darüber. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Ach, so läuft das auch. Die laufen quasi dieselbe Route. Oh Gott, das ist ja noch viel schrecklicher, als ich gedacht habe. Sind die denn immer im selben Rhythmus? Also immer gleich weit? Ja, jetzt müssen wir kurz mal hier eine kleine Observation-Folge einlegen, dass ich einmal schauen kann, wie sich die verhalten. Und wann die wo sind. Weil wenn die immer gleich laufen tatsächlich, also die gleiche Strecke haben, immer oben an derselben Stelle sind, dann wird das immer sehen, wenn ich ihn hier unten niederknüppel. Und dann muss ich mir tatsächlich noch einen anderen Weg suchen. Dann wird es hier nicht weitergehen für mich. Wenn der Abstand größer oder kleiner wird zwischen den beiden da oben. Okay, der Abstand wird größer. Glaube ich. Oder? Das ist einfach eine ganz scheiß Position, muss ich mal so sagen. Die ich mich hier manövriert habe. Der Bogenschütze macht das nicht unbedingt besser. Ich habe noch die Alternative. Draußen. Diesen Bereich zu benutzen. Da war das hier der Balkon? Ich glaube ja. Weil dafür hätte ich ja noch den Schlüssel dabei. Ich probiere das jetzt gerade noch einmal. Dass ihr klappt, was ich vorhab. Ich vermute halt nicht, aber. Ist dort jemand? Wer ist da? Das hab ich gehört. Zeigt euch! Ich meine es ernst! Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich wegen nichts und wieder nichts herumspringe. Okay, hat er mich gesehen, das wäre wenigstens ein kleiner Happen Fleisch. Okay, jetzt die Frage, wann beruhigt er sich? Perfekt. Nichts mehr zu sehen. Okay, das könnte jetzt gerade der Durchbruch gewesen sein. Ich habe überhaupt nicht auf den anderen geachtet da. Aber scheint geklappt zu haben. Jetzt muss ich nur noch mit dem bewusstlosen Körper irgendwie hier rauskommen aus dem Raum. Oder den irgendwo anders unterbringen. Dann räume ich die einfach jetzt weg hier. Nicht so hell sein. Ich könnte auch mal die Lichter daraus machen, aber eigentlich sollten die hier hinten nicht hell machen. Aber diese komischen Light Engine, weiß ich es halt auch nicht wirklich genau, wie sich das verhält. Okay. Legen wir jetzt einfach mal hier ab. Speichern mal kurz. So, jetzt warten wir, bis der andere hier auch wieder langkommt und machen das genauso. Und hoffentlich guckt der Bogenschütze wieder in dem Moment nach vorne oder nach hinten in den Raum. Das ist immer sehr gut, wenn ich auf dem Bildschirm zeige dabei, wenn ich keine Webcam anhabe, aber egal. Ja, Truett hat heute Nacht ganz andere Probleme, als sie den Kopf abzureißen. Es hätte bestimmt eine elegantere Lösung gegeben, als die, die ich jetzt hier mache. Wie gesagt, außenrum zu gehen wahrscheinlich, auf die andere Seite. Hätte ich mir hier irgendwo was suchen können, Zugang, keine Ahnung, irgendwo hier, da wäre ich dann rausgekommen. Kann ich jetzt nicht ändern. Machen wir jetzt einfach so. Und wenn es funktioniert,
Der Zweck heiligt die Mittel und so. Also in vielen Dingen. Intensiv auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, in modernen Spielen die KI, meistens fällt ihnen nicht auf, dass irgendjemand fehlt in ihrer Umgebung. Wer macht denn hier solchen Lärm? Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Okay. Den haben wir also auch ausgeschaltet. Jetzt ist nur noch der da unten da. So, ich hätte aber wahrscheinlich hier durch die Türen nicht durchkommen, weil das die Türen sind, die abgeschlossen sind. Wenn ich mich recht entsinne. Ich mache mich hier gerade erstmal einen Speicherpunkt. Okay, kann ich wahrscheinlich auch nicht knacken. Nee, kann ich nicht. Jo, das sind jetzt die verriegelten Türen. Das heißt, hier oben bringt es mir gar nichts weiter. Ich hätte was gesehen. Also ich muss hier unten lang. Da irgendwo. Vielleicht waren es Ratten. Das wäre wenigstens ein kleiner Happen Fleisch. Ja, lecker. Ist das hier eigentlich laut oder ist das Fliese? Was ist das hier für ein Untergrund? Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Das ist eine Fliese. Komm heraus und kämpf sie an! Oh Gott, shit. Also ich muss... Es wurde auch Zeit, dass wir diesen Sumpf schmieriger Schleicher trockengelegt haben. Jeder von ihnen schneidet dir die Kehle durch, sobald du ihm den Rücken zukehrst. Einsperren! Alle einsperren! Hintergeht! Wer ist da? Niemand. Ist, dass die KI echt schlecht hört in dem Teil. Also sie zu langsam reagiert, hat mich ja schon gehört, dass irgendwas da ist. Ich wollte sich halt auch gerade umdrehen, aber das ist halt schon zu spät dann. Ich glaube, ich leg den anderen auch lieber da unten hin. So, dann haben wir die Eingangshalle leergeräumt, was mir ungefähr gar nichts bringt. Ich habe 3 Moospfeile verschossen. Dafür, dass ich jetzt hier quasi durch kann. Good job, Dennis. Good job. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Halleluja. Hier haben wir schon mal was Geheimes, was ich bestimmt gebrauchen kann. Außer es geht ja wieder zu dem verrückten Zombie. Ich glaube aber nicht. Hier gibt es irgendwie so eine unterirdischen Gang. Hier läuft irgendwer, irgendwo. Oh Gott. Uncool. Dem sollte ich, glaube ich, erstmal eine mitgeben. Wo geht der lang? Auf jeden Fall Gold dabei, das macht ihn schon zum Ziel. Das ist nur einer aus. Wer hat wem seiner Mutter das Lesen beigebracht? Erstmal umgucken hier. Geht's, glaube ich, nach draußen. Wo bin ich hier? Ich bin irgendwie unter dem Garten oder so. Okay, was auch immer. Eine Gasmine. Ich weiß nicht mehr, ob die Gasminen tödlich waren oder nicht, ist das gerade das Problem, was ich habe. Das müsste ich mal nachschauen. Oder Bentrax schreibt es mir in die Folge, wie immer, wenn ich irgendwas nicht weiß.
Danke an der Stelle nochmal dafür, für den Hinweis mit den Schlafenden, wenn ich die aufwecke, dass sie nicht nochmal schlafen gehen können. Weil die KI das einfach noch nicht kann in dem Spiel. Hier noch irgendwas Spannendes? Was ist das denn hier von Gang? Wo komme ich hier denn hin? Um Himmels Willen. Da steht einer. Warum steht er da? Der hat mir den Rücken zugedreht, oder? Und guckt irgendwie die Wand an. Okay, jetzt nicht mehr. Hier ist irgendwie Weinlager oder sowas, keine Ahnung. Ratten. Oder eine Maus. Okay, guckt ihr ernsthaft die Wand an und links den Gang? Also das hier wahrscheinlich? Nee, das ist eine Ratte. Falls man uns gerade irgendwelche Hubschrauber bei mir hört im Hintergrund, sorry dafür, aber die Bundeswehr meint es heute wieder gut mit mir. Okay, jetzt guckt auch mal hier hin. Jetzt guckt er wieder da hin. Also hier guckt er scheinbar nie hin. Versuche ich mich jetzt mal an den Rand zu schleichen. Na komm schon, eben guckst du. What the fuck? War vermutlich nur der Wind. Papierkram. Wenn ich den Kerl an... Okay, Papierkram musst du dir gar keinen Gedanken mehr drum machen, mein Freund. Das hat sich gerade erledigt. Hier ist so semi-dunkel. Weil ich nicht glaube, dass hier noch eine zweite Patrouillenroute lang führt. Eine Flasche von dem guten Wein dabei, die ich klauen kann? Nein, scheinbar nicht. Wo bin ich hier, wo drunter? Ach, hier kannst du in die Küche gehen. Ja, das ist der Zugang zur Küche. Dann bin ich immerhin schon mal näher bei dem Ballsaal. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel näher dran ist, als das, was ich vorher war. Aber Trude hat den riesen Billigwein, den ich nicht klauen kann, ey. Von der Geizkragen. Ich kann nicht glauben, dass wir diese Sauerei beseitigen sollen. Irgend so ein besoffener Hornochse hat im Ballsaal unter den Tisch gekotzt. Hier sieht's aus wie nach einer Schlacht. Diese Stadt ist völlig verlottert. Ich habe vorhin in der Küche eine Frau dabei erwischt, wie sie das Tafelsilber mitgehen lassen wollte. Und das mit einer Unschuldsmiene. Tja, der Sheriff umgibt sich wohl gern mit, wie soll ich sagen, Exzentrikern. Mir graut jetzt schon vor der nächsten Party. Wem sagst du das? Hey, hör zu, ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich muss noch die Verwüstung im Ballsaal beseitigen. Bis später dann. Warte mal, hast du einen dieser Hebel? Irgendein Blödmann hat auf den Teppich im Spielzimmer Honigwein verschüttet und ich muss die Soße wegmachen. Dummerweise sind alle Türen nach oben verschlossen und ich habe keinen Hebel für diese neue Tür. Tut mir leid, ich auch nicht. Frag doch eine der Wachen. Okay. Also erstmal das Personal belauscht, die hier nicht so glücklich sind über die Party. Und rausgefunden, dass ich so einen Hebel brauche, um oben die Türen zu öffnen. Und scheinbar die Wachen so ein Ding haben. Also werde ich wahrscheinlich doch hier in die Quartiere der Wachen kommen müssen. Um da eben mich mal umzuschauen. Dadurch müsste ich entweder durchs Esszimmer... Oder einmal hier irgendwie außen rumkommen. Wo geht der Lampenbusson? Ja. Was ist das? Nichts. Gut, dass ich mich getäuscht habe. Ja. Ah, da hat gerade jemand irgendwas aufgeschlossen, konnte man hören. Okay, ich hoffe, der ist gerade nicht gestorben gerade, aber ich glaube, Fallschaden kennen die nicht. Mhm.
diesem Ballsaal unterwegs. Er hat irgendeinen Schlüssel dabei oder sowas. Diese Tür hier ist perfekt. Also ich glaube, ich würde erstmal mich im Ballsaal umgucken holen. Noch einer. Shit. Also der hat Schlüssel dabei. Erstmal Schlüssel zurückgehen. Sir? Was ist das? Keine Ahnung, was das war. Ihr habt ihn umgebracht. Nein. Oh Gott. Wieso hat die mich gesehen? Ist lauter wahrscheinlich. Neuer Versuch. Okay, perfekt. Ich habe so einen Hebel. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich wieder zurück. Ich glaube, das mache ich auch. Da muss ich mich hier unten gar nicht erstmal weiter umschauen. Nur falls ich irgendwann nochmal irgendwas brauchen sollte. Irgendwie Gold oder so, vielleicht aus den Quartieren der Diener. Oder bei den Wachen. Aber ansonsten habe ich erstmal alles, was ich brauche. Ich muss nur noch wissen, wo ich dieses Ding einsetzen kann. Diesen Hebel. Das könnte jetzt auch ein Problem werden. Und ob das die richtigen Türen waren, an denen ich da war. Das werden wir jetzt gerade mal rausfinden, noch in der Folge. Metallhebel. Ich hasse, dass ich diese Dinger nicht im Kriechen hochgehen kann. Also das da drüben ist der Ballsaal auf jeden Fall. Da würde ich zweifelsfall auch noch rein können, denke ich. So, jetzt ist die Frage. Ja, das funktioniert nämlich schon mal nicht. Okay, shit. Kann ich die denn hier knacken? Also Balkonschlüssel passt logischerweise auch nicht. Mit Dietrichen komme ich auch nicht weiter. Also ich brauche noch einen anderen Schlüssel für, als ich den, die ich habe jetzt. Das heißt, dieser Metalldings bringt mir erstmal gar nichts. Dieser Hebel. Dann nächster Stopp, Ballsaal. Abgeschlossen. Okay, kann ich den knacken? Nein. Okay, shit. Also doch durch die Küche. Muss ich vielleicht doch erst die Küche da irgendwie ausschalten oder Diener oder was auch immer sie ist. Die wird das bestimmt irgendwie merken. Wenn ich da hinterher lang tanze, das hat sie jetzt so schon zweimal gemerkt. Dieser Hebel, es wird auf jeden Fall das sein, womit ich... Ach so, hier ist doch erst noch ein Stockwerk drüber. Und da drüber ist dann das, wo ich diesen Hebel brauche, glaube ich. Mal schauen. Erster Stock, zweiter Stock, genau. Ich will von dem zweiten Stock in den dritten Stock. Weil hier eigentlich das Spielzimmer ist. Das erwähnt wurde, wofür man den braucht. Lang. Okay, das ist Speisesaal. Ich glaube, hier könnte ich ungesehen durchkommen. Allerdings nicht, wenn ich den Pokal da mitnehmen will. Also diesen Trinkpokal. Da müsste ich die Wache vorher ausschalten. Das ist jetzt dieser Raum. Das Esszimmer, nicht der Speisesaal. Der Speisesaal wäre auf der anderen Seite. Okay. Dann wäre ich in den Quartieren der Wachen und relativ nah an dem Aufgang hier, wenn der nicht irgendwie wieder versperrt ist. Dann müsste ich quasi hier hochkommen. Das wird jetzt erstmal das nächste, was ich probiere. Das heißt, morgen gucke ich irgendwie, dass ich die Wache da kaputt kriege
und wir dann weiterkommen. Bis dann.